Hallo und herzlich willkommen. Das ist wieder ein neuer Vlog. Und zwar melde ich mich diesmal für euch aus Dresden. Es ist Montagvormittag und heute startet unsere erste Optionshandelswoche des Jahres 2016. So, und wie gesagt, kurz nach 7, ich bin jetzt hier schon gestern am Sonntag angereist. Ich mache das eigentlich immer so, wenn ich Seminar habe, am Abend zuvor schon anreisen, dann ist das ein wenig entspannter, dann kann man sich ein wenig noch auf den Seminartag vorbereiten. Das Seminar komplett ausverkauft, schon seit einigen Wochen, ich freue mich wirklich sehr darauf. Werde mich jetzt gleich mit dem Jan zum Frühstück treffen und noch ein paar Sachen kurz abklären. Und dann um 9.30 Uhr, also jetzt in ungefähr so 2 Stunden, geht es los. Und die erste lustige Sache ist auch schon passiert, denn ich zeige euch mal hier ganz kurz, ich bin in meinem Zimmer, ich zeige euch mal ganz kurz mein Bett. So, was ist das Lustige an dem Bett? Das ist gerade zusammengebrochen. Also man kann es, glaube ich, hier ganz gut sehen. Normalerweise sollte das nicht so schräg sein. Es ist aber so schräg. Also irgendwie, und ich, das Tolle war, ich saß noch nicht mal drin. Oder lag noch nicht mal drin. Ich war im Bad, komme wieder raus und da gibt es einen kleinen Knall. Und da war dieses Bett zusammengebrochen. Ich bin froh, dass das nicht heute Nacht passiert ist. Naja, ich gehe jetzt mal an die Rezeption und lasse das mal bauen. Das hat jetzt aber keinen Einfluss auf die Bewertung des Hotels, denn wir sind hier im Hilton in Dresden. Und das ist an sich ein sehr schönes Hotel. Super gelegen. Ich werde euch da noch ein bisschen was zeigen. Aber tja, wenn die Woche so losgeht, dann hat man zumindest schon mal fürs Seminar einen guten Aufhänger. Also bis gleich. So, der Raum ist vorbereitet. Ich zeige ihn euch jetzt auch gleich. Und ja, ich mache jetzt noch ein bisschen Vorbereitung. Also das heißt, ich gucke mal, was heute früh hier an den Märkten passiert ist, damit man gleich auch weiß, wenn die Teilnehmer fragen, wo stehen wir denn aktuell? Wir hatten ja am Freitag einen ziemlichen Abverkauf nochmal in den Märkten. Mal schauen, ob wir heute einen schwarzen Montag bekommen. Ich persönlich, ich hätte jetzt gar nichts dagegen, weil ich habe keine Positionen am Markt, die in irgendeiner Art und Weise davon gefährdet wären. Es wäre aber für die Teilnehmer ganz interessant, so etwas mal zu erleben, was passiert mit der Volatilität, und deswegen von mir aus gern. Aber ich kann mir ja nicht, also ich kann mir zwar was wünschen, aber ob es in Erfüllung geht, ist was anderes. Deswegen schauen wir mal, es wird auf sicherlich eine spannende Woche. So, gerade ein bisschen Sport gemacht. Ich habe heute früh um 8 Uhr angefangen mit dem Seminar, ging dann bis 19 Uhr. Also eine relativ lange Zeit heute, natürlich mit Pausen dazwischen. Also wir lassen es uns ja bei den Seminaren immer recht gut gehen. Das heißt, wir haben 2 Kaffeepausen, eine am Vormittag, eine am Nachmittag. Wir haben ein gemeinsames Mittagessen, immer was immer sehr, sehr gut ist, auch hier wieder im Hotel. Also wir werden so ein bisschen gemästet. Und ich habe dann einfach abends das Bedürfnis, mal etwas Sport zu machen, und da das Wetter draußen regnerisch ist, es ist auch dunkel und nicht so toll, bin ich hier einfach mal schnell ins Fitnessstudio gegangen, habe eine halbe Stunde auf dem Laufband ein bisschen was gemacht, bin ein wenig gerannt und jetzt kann ich noch so ein bisschen Nachbereitung machen. Das heißt, ich kann schauen, okay, was sind heute für Fragen gekommen, wie kann ich die morgen mit einbauen, was nehmen wir morgen alles dran. Ich habe natürlich einen Ablaufplan, versuche das aber auch immer ein wenig auf die aktuelle Marktlage anzupassen und werde dann so mir noch hier was zu essen bestellen aufs Zimmer. Und tja, dann ist auch der Tag schon wieder vorbei. Also das geht relativ fix. Heute bleibe ich mal hier im Hotel, mache mal abends nichts, weil ich war gestern unterwegs und werde morgen wieder unterwegs sein und die restlichen Tage auch noch. Und deswegen heute mal relativ ruhig. So, jetzt kleines Essen bestellt. Also, es geht ganz gesund dazu, weil wir heute Mittag schon so viel zu essen hatten. Also deswegen hier kleines Salätchen, ein kleines Baguette und ein, kann man es erkennen, alkoholfreies Weißbier. Mahlzeit. Es ist spät am Abend, es ist ja jetzt fast Mitternacht, 23.58 Uhr. Und es ist Dienstagabend. Ich habe gerade noch den Optionsbrief fertig geschrieben, weil
Natürlich wollen unsere Abo-Kunden richtigerweise morgen wieder pünktlich ihren Optionsbrief im Briefkasten haben. Und da ich ja morgen den ganzen Tag aber wieder auf dem Seminar sein werde, habe ich ihn halt jetzt noch geschrieben. Insgesamt wieder 4 Ideen. Ich glaube auch relativ gute Ideen. Wir handeln ja alle unsere Ideen live, auch ein extra dafür freigeschalteten oder beziehungsweise extra dafür bestückten Konten. Das heißt, wir haben für die ein Konto mit 25.000 Euro gemacht und ein kleineres Konto mit knapp 10.000 Euro, wo wir speziell für die Kunden, die ein bisschen weniger Geld haben, auch Trading-Idee vorstellen. Heute haben wir was gemacht, beziehungsweise Ideen herausgesucht. Live umsetzen werden wir es dann morgen hier auf dem Seminar. Und heute habe ich was rausgesucht im japanischen Yen, im Gold, in FedEx, also in dieser Aktie, und ein Trade im DAX, wobei wir den DAX-Trade frühestens am Freitag umsetzen werden. So, jetzt haben wir Mitternacht. Ich gehe ins Bett und morgen früh geht es dann weiter. Guten Morgen, ein neuer Tag geht los. Heute ist Mittwoch und ja, ich gehe jetzt, es ist jetzt kurz vor 8, also ungefähr so 5 vor 8. Ich gehe jetzt erstmal frühstücken und heute nehme ich euch mal mit den ganzen Tag so ein bisschen, zeige euch ein wenig, was wir hier auf dem Seminar machen, wie es hier ausschaut und damit ihr einfach eine Vorstellung habt, was auf so einer Optionshandelswoche passiert. So, der Tag ist zu Ende, zumindest der Seminartag. Es ist jetzt 19 Uhr. Also normalerweise wollen wir mal 18 Uhr Schluss machen, aber dann kommen immer noch so viele Fragen und so viele Dinge, sodass wir dann immer noch ein bisschen länger machen. Ja, also hier sieht man das mal. Hier sitzen dann alle. Wir werden morgen auch mal noch ein bisschen filmen, die Teilnehmer. Also wir sind ja, 20 Leute ausgebucht, wie häufig. Und an sich hier ein ganz schöner Seminarraum, also auch groß und wir haben tagsüber auch Licht. Es ist immer wichtig, dass man einen vernünftigen Seminarraum hat, dass man also, dass der nicht zu klein ist, dass man nicht zu eng sitzt, dass man Tageslicht hat und das klappt hier super. Also auch ihr habt es gesehen, ja, das gibt halt die Pausenverpflegung, Kaffee und so weiter und so fort. Das ist alles da, das ist alles gut gemacht. Wir haben hier Technik-Beamer ganz normal und wir haben hier dann die Flipcharts, hier vorne alles, hier ganz normal, dann Laptop und so weiter. Also das Übliche. Jetzt kommt gleich noch ein guter Freund, der Joachim, mit dem gehe ich heute Abend noch was essen. Wir besprechen ein paar Dinge, ein paar geschäftliche Sachen auch. Der Jan geht noch mit und ich nehme euch mal mit. So, jetzt sind wir also beim Essen und wie immer hier die vegetarischen Gerichte. Nummer eins. Was gibt es bei dir? So ähnliches. Großes Filet. Tofu-Schnitzel, ne? Tofu-Schnitzel und hier beim Jan. Dasselbe in klein. Moment, schauen wir uns mal das Brot hier an. Eine kleine Scheibe Brot. Aber wir haben immerhin hier auch einen kleinen Salat haben wir auch. Jetzt erstmal. Genau. Guten. Guten. Donnerstag ist es jetzt und es ist kurz vor 18 Uhr. Donnerstags ja immer unser Helpdesk und das mache ich natürlich diesmal hier aus dem Seminar bzw. aus dem Seminarhotel, während der Jan unten noch die Teilnehmer des Seminars in die
Trader Workstation ein wenig einweist, Tipps und Tricks verrät, wie man besser mit der TWS umgehen kann, bereite ich hier das Helpdesk vor. Und dann haben wir heute Abend noch was Schönes vor, denn wir machen heute noch einen kleinen Stadtrundgang, haben noch eine Führung, werden dann noch gemeinsam hier schön essen gehen und jetzt kommt aber erstmal noch ein wenig Arbeit auf mich zu. Und ich sage hallo und herzlich willkommen hier beim Helpdesk. Heute fürs Protokoll ist der 14. Januar 2016. Ich stehe gerade hier in Dresden auf dem Opernplatz. Hinter mir könnt ihr vielleicht sehen, die weltberühmte Semperoper. Die kennt man aus der Radeberger Werbung, aber das ist tatsächlich ein Opernhaus. Eines der schönsten Opernhäuser der Welt, meiner Meinung nach. Aber leider geht es jetzt für mich nicht in die Oper, sondern ich gehe jetzt ins Maritimhotel. Das ist gleich dahinter. Und da ist heute Abend jetzt noch eine Veranstaltung eines Brokers und da halte ich noch einen Vortrag von CapTrader ist das diesmal. Da ist ja morgen auch der Dresdner Börsentag, bei dem ich allerdings nur mal kurz drüber laufen werde. Also wir haben keinen Stand oder so, sondern ich gucke einfach mal, was los ist. Ja, wie gesagt, jetzt noch ein kleiner Vortrag, dann ist aber die Woche dann auch wirklich, dann ist es auch gut für diese Woche, dann habe ich genug gesappelt und dann muss ich mal wieder ein paar Stunden den Mund halten. Ich werde mich dann heute Abend noch mit dem Michael Fuch treffen. Ja, und alles weitere seht ihr dann gleich. So, und ihr seht, ich bin jetzt hier schon im Kongresszentrum. Vortrag gerade vorbei. Jetzt gehen wir noch was essen zusammen mit ein paar Freunden. Mit den Jungs von CapTrader, der Micha ist noch dabei. Und hier findet dann morgen der Dresdner Börsentag statt, ne? Hier mit Markus Koch. Hier unten wird schon fleißig aufgebaut. Und da werde ich dann morgen auch mal drüber gehen, aber für heute ist Sense.